Unglaublich, ey. Ich glaub's ja nicht. Mama? Fridolin? Mama? Was machst du da? Also, ich würde ja sagen, nichts Besonderes, aber ich spiele gerade das Game, worüber auf Reddit und 2021 auf Twitter am meisten gesprochen wurde. Bei dem schönen Wetter hockst du also drin in der Bude? Ja, also ich wollte ja nachher mit den Jungs eine Runde kicken, aber Mike kann irgendwie sein Schlauchboot nicht finden. Ja, und nach Schularbeiten sieht das aber nicht aus. Mama, ich habe doch noch 6 Wochen Ferien. Was ist denn los? Es reicht. Morgen schicke ich dich zu Tante Gudrun. Ma. Und deine Playstation, die bleibt hier. Oh nein. Ja? Da kann ich ja gar nicht spielen. Genau. Was grinst du denn da so? Nix. Das ist das Grinsen eines wohlerzogenen jungen Mannes. Wenn die wüsste. Ich nehme Spiel und meinen Speicherstand einfach mit, als ob ich eine bestimmte Konsole bräuchte. Mit der Crossplay- und Cross-Save-Funktion von Genshin Impact kannst du dein Lieblingsspiel überall mit hinnehmen und mit Freunden auf anderen Plattformen zocken. Ah, glaube ich nicht. Doch. Besuch doch statt Tante Gudrun lieber das Event Wildblumes Breath des Open World Adventures und laut seiner TGA-Auszeichnung besten Mobile Games 2021. Es ist nur eins von vielen Events und Updates, die das Spiel stetig verbessern und dich fesseln werden. Apropos Fesseln. Das auf Elementen basierende Kampfsystem ist nicht nur einer meiner Meinung nach spaßigsten der ganzen Spielewelt, sondern auch noch super schön anzuschauen. Euer Team könnt ihr jetzt in der Version 3.5 mit 9 Charakteren ergänzen. Der 5-Sterne-Heldin Dihaya und dem 4-Sterne-Helden Mika, deren Kampfeigenschaften ziemlich spaßig aussehen. Und das Beste, ihr könnt Genshin Impact vollkommen kostenlos spielen, indem ihr einfach hier den QR-Code scannt. So geil! Und wenn ihr ganz neu in dieser Welt seid, habe ich hier sogar einen exklusiven Bonuscode für euch. Als Geschenk für eure Reise. Oh. Wir haben schon super viele Genshin Impact-Spieler in der Community, die könnt ihr mal gerne unten ihre Empfehlung dalassen. Probiert Genshin Impact gern mal aus, ihr werdet es nicht bereuen. Nicht bereuen werden wir unsere Vorfreude auf Garden of Banban, denn das zweite Chapter ist heute endlich erschienen und ich bin wahnsinnig gespannt und super aufgeregt drauf, was uns erwartet, wie die Geschichte weitergeht und vor allem, ob wir ein paar Antworten kriegen, wie sich das Ganze zusammensetzt und was dort eigentlich los ist in dieser Kindergarteneinrichtung, die so viel mehr für uns verbirgt, als wir bislang ahnen. Lasst gerne einen Daumen nach oben, da würde mich riesig freuen und unterstützt den Channel mit nur einem kurzen Klick. Vielen lieben Dank und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Happy Birthday. Da hinten ist ein Emergency-Alarm. Wenn Eltern nach ihrem vermissten Kind suchen, ist Zeit eine sehr delikate Angelegenheit. Ich soll auf die Uhr klicken, um die Zeit voranschreiten zu lassen. Genau den gleichen Text hat man schon in Teil 1, wenn ich mich richtig entsinne. Hat sich etwas verändert? Wir müssen schauen. Was ist anders? Ich bin mir nicht sicher. Ha. Der Alarm war eben noch aus. Jetzt ist er an. Wurde er betätigt? Ist etwas geschehen? Ich glaube, hier ist ein Tisch weg. Oder das wurde in die Ecke geräumt. Oh ja, nach und nach verschwinden die Plätze. Es ist Nacht. Beziehungsweise jemand hat das Licht ausgeschaltet. Alright. Schauen wir mal, ob wir diesen Raum vielleicht im Spiel finden. Oh la la. Hi, Alter. Ich wusste doch, der Dünger, den ich letztens auf die Pflanzen geträufelt hatte, ist äußerst potent. Ja, mein Lieber. Garden of Banban 3 ist dann vermutlich gecancelt, würde ich sagen. Auf jeden Fall scheinen wir mit dir kein großes Vergnügen mehr zu haben. Oh Mann, Alter. Kam ich da her? Wo kommt die Lampe her? Ich bin doch da runtergestürzt. Warum tut mein Kopf nicht weh und ich bin nicht verletzt? Fragen über Fragen, Alter. Oh, danke schön, dass du mir diese hölzerne Keycard hier wenigstens hinterlassen hast. Oh nein! Aber scheinbar hat er noch Zeit gefunden, auf meiner Fernbedienung rumzukauen, die Sau. Ach, den sehen wir sowieso wieder. Der kommt in den überraschendsten Momenten, ich sag's euch. Alles klar. Ich nehme das ja mal als kleines Tutorial, damit wir auch noch wissen, wie Keycards funktionieren, falls wir es in der Zwischenzeit vergessen haben. Okay. Wir haben überlebt. Bei ihm ist das Ganze noch fraglich. Vielleicht können wir ihm ja eine Aspirin vorbeibringen.
Vielleicht brauche ich auch eine. Wenn wir schon mal einmal dabei sind, wenn ich hier fertig bin. Aber mal schauen. Mal schauen. Mal gucken, wie knackig die Rätsel sind. Eventuell, wow, Alter. Führen sie ja bei mir auch zu Kopfzerbrechen. Aber wir sind schon noch in einem Kindergarten, oder nicht? Das wird alles, also ich meine, bis hierhin konnte ich es eventuell noch akzeptieren, obwohl es mir schwerfällt. Aber jetzt, Outer Sector. Wir sind in einem Hinterhof von irgendeinem Wohnkomplex. Was zum Arsch? Medical Sector. Und das da kann ich nicht lesen. Ah, blöd, Alter. Ich schätze, wir müssen auf den dritten Teil warten. Gut, Leute, Dankeschön fürs Zuschauen. Wir... Sag mal, liegen die Dinger hier einfach so auf dem Boden? Also offensichtlich schon, aber warum? Bin ich 2 Jahre alt oder was? Okay, ich hab die Rudelle. Das ist es. Die Dinge, die wir getan haben, kommen letztendlich auf uns zurück. Und es ist soweit. Jeder ist weg. Und die Stimmen aus dem Abgrund, die werden nur lauter. Ich denke, ich habe sogar ein Gesicht oder zwei gesehen, die nach mir aufschauten. Uns wurde gesagt, dass alles, was wir da runterschmeißen, also in den Abgrund, stirbt. Aber es scheint so, als würden wir verarscht werden. Wenn du das liest, dann nimm bitte meinen Ratschlag an und geh. Renn. Alles hier sollte vergessen werden und gelöscht aus der Geschichte. Das wird eine Weile dauern, Alter. Die Abrissbirne hat einiges zu tun, wenn sie hier aufkreuzt. Und das mit dem Gehen ist auch nicht so easy. Wenn dieser einzige Fahrstuhl, der nach oben führt, kaputt ist und scheinbar durch eine Lampe ersetzt wurde. Damit ich auch sehe, was hinter mir gestorben ist. Tja, Feuerleitern haben sie ja nicht eingebaut. Ist ein Fall für die Brandschutzbehörde, Alter. Die macht den Laden ja dicht, Alter. Verdammt. Tja, keine Feuerleiter. Ich könnte hier hochklettern, aber naja. Ich bin ja kein Äffchen. Aha. Oh, hi. Gehen wir dahin? Was machen wir denn zuerst? Ich bin so gespannt. Können wir überall hin? Ich vertraue dem irgendwie nicht. Sollte ich da lang? Warte mal, ich gehe mal hier hin. Wir kommen ja schon wieder zurück, oder? Testing Sektor. Da können wir offensichtlich noch nicht rein. Okay, alles klar. Da ist beleuchtet. Ich schätze mal, dort ist unser erster Anhaltspunkt. Fahr nicht weg, Alter. Oh, warte mal, das dreht sich nur. Okay, alles klar. Ich hatte jetzt ein bisschen Angst, dass ich irgendwie was verpasse. Comms-Sektor. Was für Comms? Also, keine Ahnung. Hier werden die Durchsagen gemacht. 5 Minuten Pause. Ihr Kinder, kommt bitte wieder rein. Es ist ein Regenwölkchen gesichtet worden. Die Spinne ist real. Ja, aber der Kuchen ist immer noch eine Lüge. Da ist ein Fahrstuhl zum Erfolg. Ach, es gibt doch noch einen Fahrstuhl, ja? Ein Fahrstuhl zum Erfolg, aber die Treppen sind schon mal eine gute Übung. Ich nehme lieber die Treppen, weil am Ende des Fahrstuhls des Erfolgs sitzt Prinz Markus von Anstalt, Alter. Gut. Ah! Hi! Bist du die Spinne? Bist du real? Let me check. Offensichtlich nicht. Alles klar. Gut. Hier haben sie schon Barrikaden errichtet, Alter. Die Spinne ist real und sie kommt. Sie hat sich verpieselt, Alter. Sie hat meinen abnormen Bizeps begutachtet und dachte, ne, den Dude, den schaffe ich nicht. Okay, wir hängen uns an den nächsten Spieler. Vielleicht kommt Tulfa noch vorbei in 5 Minuten oder Detox oder wer auch immer. Banbans Kindergarten. Ach, hier ist jetzt wieder ein Kindergarten. Gut, alles klar. Verstehe. Ich akzeptiere das. Wow. Ist ein Mitarbeiterraum. Und übelst viele Türen, die übelst viele Keycards benötigen. Hey, Päuschen? You there. I can see you on the cameras. Ja, dir macht man nichts vor, ne? And I need your help with something. Okay. Wait, ich hatte heute nur nichts vor, von daher. Hello? Ja, hi. Listen, if you can hear what I'm saying, wave at any camera. Ich soll eine Cam winken, wenn ich ihn verstehe. Oh, hi! Grüß dich! Wie denn? Meine Fernbedienung ist kaputt, by the way. Oh! What? Ja? Oh, thank God.
I'm so glad you're here. I thought this was the end. Ist es auch ein bisschen, aber nicht für meinen Kanal. The security room. Then the door closed behind me and I've been stuck inside since. It needs a light blue key card to open, but I don't have it. I know why you're here. Das ist ja schrecklich. You, but you've got to get me out of here. Oh, muss ich das? If I recall correctly, only maintenance workers held the light blue key card. Maintenance Worker haben die blaue Keycard. So you're gonna have to go down to the maintenance room and look there. Das ist doch the door there is probably locked as well, and I can't open it from here. But I do have control over the break room door. Here, I open it for you. See if you can find anything useful in there. Bist du also irgendwas nütze, oder? Ey, Digga, wenn ich dem die Keycard besorge, ne? Dann lässt er mich hier verschimmeln. Und jetzt sitzt du hier? Weiß Gott, wie viele Tage, Monate? Und ziehst dir die Vorhaut lang und wartest drauf, dass irgendwer vorbeikommt, um dir die Keycard zu besorgen? Ach, Junge, Alter, und ich dachte, ich bin irgendwie unmotiviert. Slow Celine. Sheriff Toadstar, der ist mir für die Sicherheit zuständig. Hast bislang keinen guten Job gemacht. So. Opila Bird, können wir das abkreuzen? Zwei sind schon eliminiert. Und ich war's nicht mal. Die sind alle so dumm und sind in den Abgrund gefallen. Sowohl Defore als auch Your Jumbo Josh. Verdammt nochmal. Okay, das ist die Spinne. Vier Arme. Ja, das ist ein bisschen was abhanden gekommen in der Zwischenzeit. Vier Arme to rule them all, Alter. Sie alle zu knechten. Hier muss ich rein. Da ist dann die blaue Keycard. Mit der ich dann den Passierschein A38 bekomme. A notice. You are expected to punch in from the lowest to greatest. Lowest. Wie jetzt? Also einpunchen ist quasi einchecken für auf Arbeit, damit die Zeit gemessen wird. Und Beverly hier hat 22 gute Nudelsterne. Okay, alles klar. Krieg ich hier so eine neue Drohne? Weil, I mean, wäre halt mal geil. Oder krieg ich die hier im Supply Room oder was auch immer das ist? Oh nein, das ist... Okay. Moment, na, da gehe ich gleich rein. Das war das vom Anfang. Hier brauche ich ein Tape. Habe ich noch nicht. Hier muss ich im Endeffekt rein mit der blauen Keycard, ne? Obwohl hellblau auch ein Stretch ist. So also ein bisschen Definitionssache. Wir gucken mal. Hier haben wir noch einen Zettel. Case Update Report. The Devil. Human und Givanium. Fall 6. Wait. Sehr, sehr intelligent. Aber versteht sich nicht als Nicht-Mensch. Was macht ihr hier in diesem Kindergarten, Alter? Sag mal, kreuzt ihr hier Menschen mit irgendwelchen genetischen Experimenten oder was? Macht das natürlich alles Sinn, ist klar. So, was haben wir hier Schönes? The cake is a lie, Alter. Ich weiß, auch wenn die Spinne real ist. Emergency Alarm. Oh, ich kann die nicht betätigen. Was haben wir hier? Saugpömpel? Oh, ach, eine neue Antenne. Oh, cool. Ich dachte, ich kann meine Toilettenabflüsse befreien. An old friend is waiting in the lobby. Ich bin sozial inkompetent. Press left mouse. Oh, das ist meine Dings hier. Meine Miep. Ihr wisst schon. Ja, cool. Da kann ich ja jetzt den Knopf aktivieren. Ich wäre sonst mit dem Hechtsprung da drauf gejumpt. Aber nee. Hier ist man noch zivilisiert. In Banbans Kindergarten. Und jetzt geht die Tür hier auf? Ne? Was dann? Ja. Hast du gesehen, ne? Oh, the good old drones. I lost mine a couple weeks ago. Maintenance workers used them. Hier ist noch eine. Just saying. Reaching high places and grabbing things that fell into the abyss and sometimes even comfort. Die können Dinge graben? It's good that you have one. Meine kann das nicht. Might be useful in our little conundrum. Take a look around and see if you can figure out how to get into the maintenance room. I'm unsure if it can be of much help, but wave at the cameras if you need my insight. Ich soll herausfinden, wie ich in den maintenance room komme. Ja, ist klar. The toy can be customized. Was? What? Oh mein Gott! Ich kann Hüte sammeln? Digga, die machen wir komplett rot? Moment. Santa Hat! Ein Party Hat bekommt die! Match Remote! Die Remote auch! Geht das? Hä, wie? Wait.
Moment mal. Nee, das geht. Moment. Ah, da, guck mal, das ist ein Party-Hat! Oh mein Gott! Ah! LOL! Wie witzig ist das denn bitte? Okay, das ist fun. Das ist schon süß. Hat man sich ein bisschen Mühe gemacht. Maintenance Room, meet the family. Ich will die Familie nicht treffen. Warum haben die hier alle Knöpfe auf dem Tresen und sonst nichts? Ich verstehe das nicht. You are expected to punch in from lowest to greatest. Ah, warte mal. Ich kann mir hier Hilfe besorgen. Ich glaube, ich weiß schon, was ich mache. Vielleicht kann das mir nochmal bestätigen. My memory is a little fuzzy, but I do remember something about management allowing workers with good scores to punch in later than those with worse scores. The better your performance, the later you're allowed to punch in. Wie viele Kinder aus dem Abgrund gerettet wurden, oder was? This is to encourage workers with lower scores to come earlier and perform better. Naturally, this meant that the person with the lowest score would be punching in first. To make sure that this was always the case, a system was set up to only allow the workers to punch in the perfect order that assumes that nobody is going to be late. Das ist bescheuert, Alter. Ey, aber ich habe recht, glaube ich. Oh mein Gott. Also die Leute, die Mitarbeiter, die echt gut performen, die haben mehr Punkte und die können später zur Arbeit kommen. Damit dann ihre Punkte weggehen, weil sie nicht mehr so viel schaffen. Es ist... Ihr macht das schon. Ich muss jetzt auf jeden Fall... Ach, hier, die Dinger sind wahrscheinlich zum Einpunchen. Also, wer das nach der richtigen Reihenfolge ist und June, der alte Noob, die wenigsten Punkte hat, dann ist er auf der roten Seite ganz hinten. Ha! Ey, hab's! Ey, hab's, Freunde. Drew kommt gleich danach. Der ist hier vorne. Ich muss das Einzige unter deinen der richtigen Reihenfolge drücken. Wie gesagt, das habe ich mir schon gedacht. So, dann kommt Rachel. Und zwar hier ganz vorne, richtig? Wo Rachel ist, da ist auch... Nicht Ross, falsches Franchise. Rahul, Alter. Oh. So. Na, wait, what? Wie, nicht hinten? Oh nein! Shaver, Alter. Geil. Er feilt jeder Gesichtsbehaarung. Shaver. Okay, gut. Ich hatte jetzt mit 4 Zahlen zu tun. Ich hab's leider verschissen. Ja, man kennt mich. Warte mal, Drew war doch... hier. Okay, 4, ich konzentriere mich jetzt. So, dann Rachel hier vorne. Chevrier hier hinten. Nach 7 kommt dann aber doch tatsächlich der Rahul. So. Und das war die 9. 10, damit wäre die blaue Seite abgehakt. Ja, dann haben wir 12. HH. Gerne wissen, wofür das steht. Ich glaube hier. Yes. Ja, und Beverly, ne? Die letzte muss das sein. Und dann? Öffnet sich der Maintenance-Key? Warum? Aber die kommen doch... Aber dann müssen die Leute... Das macht doch keinen Sinn! Die Leute, die wenig Punkte haben, sich als erstes einchecken müssen, die müssen dann warten, bis alle kommen, um die Arbeit zu machen. Also können die nie mehr Punkte haben. Hä? Wait. Oh! Ach, die Tür ist aufgegangen. Da ist jetzt eine Keycard drin, ne, für ein Maintenance. Ja, genau. Gut. Wir gehen die kleinen Umwege, Alter. Also alles höchst kompliziert an dieser Arbeitsstelle. Hinzukommen. Weißt du, jeden Arbeitsweg da vom Laster zu fallen, würde ich sagen. Vom Fahrstuhl abzustürzen. Das ist schon eine Sache für mich. Für sich. Nap says. Es ist okay, keine Freunde zu haben und sich miserabel zu fühlen. Dem Bre geht's gar nicht gut, Alter. Chef Toadster sagt, behandle alle anderen, wie du selbst behandelt werden willst. Mit Respekt, ja, und einen fetten Lotto gewinnen, Alter. Wenn ihr einen habt, also, dann dürft ihr gerne auch einen haben. Ihr wisst schon. Slow Celine sagt, ich bin vielleicht langsam, aber ich bin schnell damit, jedem zu helfen, der es braucht. Außer, dass niemand deine Hilfe braucht, weil du langsam bist. Aber jeder hat Träume und Hoffnungen. Oh, verstehe. Ich auch, deswegen habe ich unterschwellig den Pausenbutton gedrückt, um schnell rauszukommen. Reminder to all workers. In Gruppenarbeit nicht kleiner als 2. Ja, zum Glück habe ich meinen kleinen Freund mitgebracht, ne? Zip. So, was noch?
Carry flashlights all the times. Oh, sehr gut. Finde ich nicht im Supply Room. Dankeschön. If in direct confrontation with the spider. Warum geht hier eine Spinne rum und es ist normal und akzeptiert? Was ist mit euch? Irgendwo hat Toleranz auch Grenzen, Alter. Ich soll so viel Geräusche wie möglich machen, bis Hilfe kommt. Aber ich glaube, hier kommt nicht so viel Hilfe. Was ist das mit den Pfeilen? Hier lang? Machen die irgendwas? Ey, das ist doch ein Irrweg, Alter. Den lila Pfeilen darf ich nicht vertrauen. Und die blauen? Warte mal, ich vertraue dir mal. Ne, das ist wieder ein Sackgasse. Siehst du? Die pinken, Alter. Ich hab's im Verdacht. Ich hab's immer schon gesagt. Aber hier geht's doch auch wieder zurück. Was soll denn das bedeuten? Und warum ist dieses Warenhaus komplett leer und ein Labyrinth? Remember to protect yourself. Aha. Videokamera. Own Tape! Das können wir mit vornehmen. Okay, alles klar. Vornehmen ist mein zweiter Name. Gehen wir mal hier hoch, weil wir können nicht unten durch die Tür. Yellow grass is a breakable material. The toy cannot be directly pointed to it. Also ich kann da nicht direkt... Warte mal, können wir das hier herrufen? So, du drückst jetzt den Button. Zum Glück hat das eine interne Teleportfunktion. Miau, boom. Okay, mein Freund. Komm mal hierher. Und dann rammst du volle Granate mit deinem Schädel diesen Button auch noch weg. Ich fühle mich... Warum mache ich das hier eigentlich? Bin ich irgendwie 2 Jahre alt oder so? I don't know. Und jetzt kann ich da nicht direkt... Ja, das macht er nämlich nicht. Aber ich kann doch daneben, oder nicht? Hä, und warum ist das jetzt schlimm? Ich verstehe es nicht ganz. Excuse me? Oh, achso, da unten. Ich dachte jetzt, der Sound spielt sich ab und es matcht die Realität einfach nicht. Okay, alles klar. Ja, ich habe keinen Helm und keine Weste. Ach, süß! Buh. Steht's hinter mir? Nope. Wo ist die Keycard? Hier ist sie. Hier liegt wirklich eine rum. Ist das dumm. Eine schwarze? Oh, komme ich damit in Darth Vaders Privatgemächer? Oh, die ist blau. Verstehe. Hallo? Hallo? What? Buh. I? Ich bin noch gar nie gestorben in dem Game. Reinkarniert. Okay. Wait. Was wird denn jetzt von mir erwartet? Einfach wegrennen oder was? Moment mal. Ich muss mir das nochmal anschauen. Okay, ich renne gleich zurück. Au, Blaupfeil ist richtig. Pink ist das Gegenteil. Alright. Vertrauen. Hinterm Rücken bespucken. Ja. Lästern. Wow, Alter, ich habe hier keine Freunde, Alter. Nicht mal die Pfeile auf dem Boden. Doch, ihr. Das ist mein Bestie, Alter. Let's go. Kurzen Schlaganfall. Aha. Das war jetzt das Rätsel? Junge, das ist doch, also, ich wundere mich, ich kann es halt einfach auch nicht fassen. Vor allem ist es keine Geländer, sehr gut für den Kindergarten. Aber gut, hier ist nur Mitarbeiterbereich, ne? Ich hoffe nur, hier finden keine Trinkgelage statt. Aber um das hier auszuhalten, vermutlich schon. Also, wie viele Leute hier schon in den Tod gestürzt sind, ich möchte es nicht mehr zählen. Ich kann es gar nicht fassen, dass das kein Roblox-Game ist, so wie das aussieht. Auf der anderen Seite frage ich mich doch, ist es irgendwie für 5-Jährige gemacht? Weil die Rätsel sind jetzt, also ich meine, also so der Gameplay-Aufbau, also es ist alles witzig, aber es ist halt auch sehr, sehr easy, sehr, sehr simpel. Ich habe jetzt die blaue Keycard oder ist sie rosa oder was ist sie denn? Da komme ich vermutlich da rein. Oh nee. Da kommt der mich holen, Alter. Der stopft mich direkt in irgendeinen Anzug da rein. Nein, ich will das Tape abspielen.
Das ist Bahnbahn. Es ist nicht live. Kann ja nicht, weil es eine Aufnahme ist als Tape. Der ist irgendwo... Ist es ein Hinweis? Ist der hier vielleicht eingesperrt? Und ich muss ihn retten? So als Final Mission? Ah. Ich bin sehr gespannt. Nicht auf diese Räume wohlgemerkt, weil da ist halt immer, also die glänzen damit, dass da einfach nichts Interessantes drin ist. Ja, okay, danke für die Hilfe. Hier ist ein Zettel. Wenn du das schnell genug liest... Wait, what? Au! Boah, ich hab's gewusst! Ah, das ist er! Birds with one stone. I get all drei Fliegen mit einer Klappe. I get the perfect specimen and I don't have to deal with that thing down there. Oh, nein. It's all thanks to you. Der klaut mir jetzt meine Keycards. Oh, come on. I didn't eat you that hard. Or maybe I did. Either way, it's best you take a nap while I prepare for our little surgery. Eine OP? Ich habe konkrete Vorstellungen. So lang. Naja. Wir sprechen nochmal unter vier Augen drüber. Der will mich auch zu so einem Ding machen. Sergio, was? Ist das alles hier in dieser Anlage? Das ist doch bescheuert. Wir sind noch im Kindergarten, richtig? Das war eigentlich die Idee. Also ein bisschen, Your keycards have been taken away. Ja, ich... Wie gesagt, für Fünfjährige. Ich habe den Satz schon gerade verstanden. Also, ich will nicht meckern, aber irgendwie... Im ersten Teil war es noch halbwegs glaubhaft, dass das eine Einrichtungsstätte für Kids ist, ne? Aber jetzt so, also wie... Das stört so ein bisschen die Immersion irgendwie, finde ich. Okay, was muss ich hier machen? Ihn da offensichtlich drücken? Das Kreuz markiert die Stelle. Moment. Ja, da ist ein Schatz. Den muss ich noch drücken. Warte mal. Kann ich da volles Karacho... Oh, du bist so dumm. Dass die Dinger nicht mehr Verschleiß haben, ist eigentlich unglaubhaft. Komm, hier dahin jetzt. Bam. Headnut. Oder Headbump. Was heißt Kopfnuss auf Englisch? Nuss wahrscheinlich nicht. Ja. So fühlt sich Carpador, wenn er einen Platscher einsetzt. Der hat mir sogar eine Matratze dahingelegt. Ach, ich kann hier nicht durch, weil es Glas ist. Ja, ist okay, ist okay. Oh! Aha! Ah. Ach so. Ich kann natürlich auch nicht... Ja, hier ist überall Glas, deswegen kann ich da auch nicht auf eine Wand aimen. Deswegen hier. Richtig? Cool. Ey, in dem Spiel fühlt man sich echt schnell wie ein Genie. Und da liegt jetzt wieder eine Keycard auf dem Boden. Och, Junge. Alright. Und dann geht da die Tür jetzt auf, oder was? Ja, was habe ich denn jetzt geschafft? Entschuldigung. Ey, ich hab dein Rätsel gelöst. Du kannst mir Verstärkung schicken. Also, oder ja, ein Fahrstuhl geht natürlich auch. Ich hoffe, es ist nicht der zum Erfolg. Oh nein, Alter, nicht genau der. Oh, da greift mich wieder irgendwas an, ne? Und dann stürze ich noch tiefer. Und dann haben wir diese Benny and the Ink Machine Situation. Oh nein. Aber das ist doch jetzt nicht vorbei, das Chapter. Das glaube ich nicht. Ey, kommst du bitte mit? Hier, meine Drohne, kann die bitte herkommen? Sonst fühle ich mich so alleine. Oh, ist so dumm. Ach komm, dann bleib einfach da. Die eingebaute Teleportfunktion wird's regeln. Das Chapter ist nicht zu Ende jetzt. Nicht wahr? Das wäre ein bisschen lame. Weil wir haben noch so viel anderes Zeug gesehen. Diese äußerst potenten Lampen, Alter. Immer wieder ein Brüller. Augenblick.
Aha. Ich lebe noch? Ich habe wieder festen Boden unter den Füßen. Oh, wow. Alles klar. Gut. Dann... Hi. Greift es... Das ist eine Kanone? Wieso? What? Du schläfst tief und fest, oder? Oh, hier sind viele. Wait. Wie kann ich hier hinbeamen? Oh, die bauen die hier zusammen, ne? Also, mit genetischen Experimenten, richtig? Oder, also, das ist immer die Begründung für alles irgendwie. Oder die Erklärung. Die Begründung müssen wir wahrscheinlich noch finden. Der lernt hier Sachen? Es hat ihn offensichtlich schwer überfordert. Ein Baby! Der Elefant! Oh Gott. Oh, Bildung muss sein, ist klar. Warte mal, hier ist noch was. Case Update Report. Symbol GV, Givanium. Also das ist nicht mal, also da hat keine menschlichen Gene drin. Fall 1. What? A cry for help. Warum er das liest. Warte. Imagine ever being near a child, maybe. Das geht halt alles evil. Das geht halt alles schief, ne? Okay, die sollen das auf keinen Fall in der Nähe von einem Kind bringen. Die hatten. Haben die eigentlich was Gutes vorgehabt? Oh, hier brauchen wir ein rosa, ne? Da liegt. Ist nicht Bam Bam, das sind alles solche Dinger. Okay. Und was ist jetzt mein Job? Hier ist noch eine Tür, da müssen wir rein. The machine needs a certain liquid to operate. Eine bestimmte Flüssigkeit, oh, okay. If you know what I mean. Hi. Oh, ich muss die jetzt nicht extrahieren, oder? Distract before extraction, also ablenken, bevor ich... Den hellgrünen. Der hellgrüne ist es. Hab ich den überhaupt schon gefunden? Man weiß es nicht. Ach, lol. Jut, Dr. Sef ist am Start. Dann mach mal halt den Schüssel. Gib mal. Danke. Okay, zwei to go. Zwei schon. Wie viel noch to go? Naja, ein paar. Und die liegen hier alle rum? Ich glaube das irgendwie nicht. Müssen wir jetzt von den allen, also, ablenken? Muss ich die Kanone irgendwie zum Explodieren, also zum... Ich weiß nicht. Okay. Ich gehe mal hier nochmal weiter. Do not cross, it will trick you. Oh! What? Okay! Ich sollte erst lesen und dann meine Beine fortbewegen. Huch! Das ist das Ding, was ich ablenken muss. Das ist das hellgrüne. Der Schiefläufer, ja? Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? It will trick you. Wie soll ich das denn ablenken? Oh Mann. Wo kann's mich denn kriegen? Yikes! Ich muss die Kanone feuern. Wie soll ich denn das machen? Nee. Bleib mal da. Okay, alles klar. Vielleicht kann ich den auch mit der Drohne ins Auge fliegen? Aber warum ist denn die Kanone da? Wahrscheinlich, um mir das zu sagen? Ich weiß es nicht. Okay. Wir brauchen auf jeden Fall die Körperflüssigkeiten von diesen Herrschaften hier, die ja so hübsch für uns platziert in der Gegend herumliegen und scheinbar nichts Besseres zu tun haben. Aber ich ja auch nicht, von daher schließt sich da der Kreis. So, du noch? Und ich glaube, der Grüne hier ist auch ungefährlich. Ja, der Boy hier ist das Problem. Können wir da die Drohne reinordern? Ach,
komm, das ist doch nicht dein Ernst. Impact, Leute. Impact. Do not cross. Ist er irgendwann fertig? Oh, ich muss das gut timen. Wait. Nochmal. Und nu? Ich will da nicht vorbeigehen. Ich will das nicht nochmal machen. Haben wir Liquid? Ist das alles richtig? Ah, ich brauche eine bestimmte Anzahl. Bis hierhin. Nee, noch eins. Das muss voll sein? Oh wow, du bist aber gierig. Wie funktioniert... Warum... Ach so, oh mein Gott. Ist das dämlich. Ein Feuerwerkskörper. Eine kleine Rakete für die Kanone. Warum stellt ihr da nicht eine leere Bierflasche hin? Und warum funktioniert der Türschließmechanismus mit dem Flüssigkeitstank? Boah, Junge, ist das bekloppt alles. Videogames. Okay. Feuer frei, Kollege. Bam. Oh, yes. Zurück zu den Schatten. Ist da ein Propellerhead? Oh, ja, ist er. Ich, als ob ich da reingehe. Nach dem, was ich gerade gesehen habe. No way. Oh, Mann. Okay, was haben wir hier? Hier haben wir eine lila Keycard. Ich bin mir nicht sicher, wofür jetzt... Ach so, für da hinten, ne? Ah, so dieses Ei... Also für rosa Türen, ja. Ach, das ist ein Hut! Oh, warte mal! Das ist ein Hut zum Customizen! Oh, yeah! Da habe ich schon einen übersehen? Oh, das täte mir ein bisschen leid. Ah! Oh. Aber das war sehr auffällig gerade. Okay, wir kommen jetzt hier weiter. Ich muss, by the way, den ganzen Weg zurück, oder muss ich nicht? Ah. Aha. Der Kreis schließt sich. Ja, ja, genau. Okay, okay, gut, 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 gut. Ich verstehe. Gerade jetzt, wo ich sag, und das Ding da ist offen. Interess... Oh. Ah. Ho, ho, ho. Guten Abend. Muss ich zurück? Ich kann den nicht weitermachen. Ich bin auch nicht sicher, ob ich will. Ich könnte die Drohne neu customizen. Moment mal. Moment. Ich wusste es, er ist weg! Nein! Oh-oh! Der passt doch nicht durch die Tür! Mit seinen dicken Knubbelarmen! Ach, du liebes Bisschen! Das beunruhigt mich. Bin ich wahrscheinlich nicht der Einzige. Warte mal, warte mal, warte mal. Dann gehen wir nochmal zurück. Customizen. Ey, beruhig dich! Customizen wir nochmal kurz hier. Warte mal. Kommen wir da jetzt rein? Also den Hut auf dem. Nee, ihr wisst schon. Nee, das haben wir noch nicht. Interessant. Ich will nur wissen, wie das dann aussieht. 4 von 8. Ah, 3 hatten wir schon, die sind voreingestellt. Aber kann man 8 in diesem Chapter irgendwie bekommen oder nicht? Machen wir sie mal grün. So, grün ist so die Mottofarbe, jetzt auch so gegnermäßig. Ach so, die Knöpfe kann man... Wait, wo ist es? Hier. Oh, das ist aber voll klein! Das heißt, sie schrumpft! Oh, come on! Ich fand meinen Partyhut besser. Ah, naja. Was soll's. Gut. Ziehen wir das nicht unnötig in die Länge. Gehen wir einfach mal... Was macht denn das eigentlich? Ich weiß nicht. Macht das irgendwas? Ich habe keine Ahnung. Weil normalerweise... Also wir können ja hier das einstellen. Ach so, da, warte mal. Das ruft das her. Ne, genau. Sonst wären wir hier gar nicht rübergekommen. Boah, ey. Okay, muss hier weiter. Testing-Sektor. Oh, ist das wirklich eine gute Idee? Hi.
GV. Den möchte ich nicht praktizieren. Ich will nicht den GV praktizieren jetzt hier. Mit keinem. Hier können wir nicht einpunchen. Hier sind Knöpfe. Ich glaube, die müssen wir alle drücken, um... Ach, hier kommt... Ach, come on. Das, ja, woher soll ich das wissen? Das ist die Flüssigkeit, ne? Da werden die Dinger gemacht. Ist klar. Okay. Muss ich wahrscheinlich in einer bestimmten Reihenfolge drücken, hier die Knöpfe. Zuerst der, weil er ist aktiviert und dann mal gucken. Es dauert halt nur immer übelst lang. Das ist so umständlich. Als ob ich das nicht mit meinen Pfoten machen könnte. Cool. Ja, jetzt ist der frei. Ja, das ist halt... Es ist ein bisschen lame Spielstreckung. Ich will nicht so sein. Aber ich will euch auch nicht voll lügen, dass das gameplay-technisch jetzt echt so der geilste Schissel ever ist. Das, nee. Jetzt muss ich das Spiel erst noch ein bisschen verdienen. Okay, ich habe jetzt alle Knöpfe gedrückt. Ach so. Da und dort. Ja. Wow! Hier kommt eine Chase-Sequenz. Hier kommt sowas von eine Chase-Sequenz. Bleib mal bei mir. Komm hier nirgendwo rein. Komm mal bitte mit. Oh, irgendwas kommt gleich. How to survive a giant snail attack? Ich wusste es! Oh! Rotes Licht, grünes Licht. Wenn die Augen zusammen sind, anhalten. Wenn sie auseinander sind, go. Verstehe! Okay, dann lass uns mal Pandoras Box öffnen. Komm mal her hier. Wow! Wow! Okay! Sehr motiviert! Bam? Wait, Augen zusammen? Stop. Alles klar. Alles klar. Ich bin gespannt, ob ich das gut sehen kann. Oh, noch eins noch, eins noch, eins noch, eins noch. Ein bisschen Horror müsste noch kommen. Oh Gott! Also das war nicht die Schnecke. Ich habe ein bisschen zu spät reagiert. I'm sorry. G. Oh, bitte nicht nochmal. Bitte nicht nochmal das mit den Knöpfen jetzt. Komm. Ich will hier Reinkarnation, Alter. Nenn mich Jesus Christus. Wo komme ich jetzt raus? Bitte. Bitte hier am... Okay. Das ist okay. Ich spare mir ein bisschen hier, ein bisschen Kilometer. So. Und eins noch. Ich dachte, wir sind eh losgeworden. Aber nee. Der hatte noch einen kleinen Plot-Twist für uns. Was soll ich denn mit dem machen? Das ist nicht das Schneckchen. Soll ich wegrennen? Hi! Das ist die Freundin von Bamban! Ey, wir müssen reden, ne? Dein Bro, der hat mir die Fresse poliert! Und ich mag das nicht! Oh, guck mal, das internationale Vereinsmeeting vom ersten FC Basketball. Everyone, I want you all to welcome our newest student. You're late to class. I'll let it slide this time since it's your first day, but be late again and I'll rip you to pieces. Oh, beruhigend! You're new and unpopular. Reiß mich in Stücke, wenn ich nochmal zu spät komme. Sit with the unpopular table in the middle. Now sit, so we can begin. Ich muss auf dem Platz der Unbeliebten sitzen? Weird kid. Really smart kid. Ich bin weird? Ich? Over the course of the semester, you will learn how to annihilate others, how to safely extract the human brain for eating, and... Hallo? Wait, I made a mistake. I think that's lesson 4 of the day. For math, over the course of the semester, you will learn to add, subtract, divide, multiply, and... Ja, so und dann das mit den Gehirnen extrahieren. Ja, genau. I'm so excited. Ich auch. Before we start, let's revise some of the basics.
What is 6874123612 plus 9819? Moment! iPhone knows. Wrong answers will be very harshly punished. Use the tape players to answer. Use the tape players? Smart Kid, Dramatic Kid, really smart kid. Ich kann alle drücken? Wait. Where do you think you're going? What? Hallo? Ich hab doch gar nichts gemacht! Wow! Ich wollte probieren, ob man aufstehen kann. Okay, ich geb's zu. Ich kann alle drücken, richtig? Auch das vom Really Really Smart Kid, weil der weiß bestimmt die Antwort. Naughty Corner. Okay, ja, ich kann mich nur auf einen Platz setzen. Yes, ist okay. Okay, Class. Also, Really Smart Kid. Ich hoffe, du bist wirklich really smart. 7856063. Ich hab's jetzt nicht nachgerechnet. Correct. You kids are really paying attention today. Next question, and one that I wrote myself. What is 2 plus 2? Die Frage ist, dafür reicht es, schlau zu sein. Aber das sind immer nur Mathefragen. Muss ich in einem anderen nehmen? Correct. Okay. Wow, I thought everyone would get it wrong. Oh ja, schon komplex. Last question before your lunch break. Okay, vor der Pause. What is misery plus disappointment? Misery plus disappointment. Okay, Dramatic Kid. My life. Correct. Unfortunately, that's all the time we have for math. Das ist witzig. Das ist gut. Das ist gut. Go to your lunch break and then we'll start the next lesson when you come back. Okay. Ey, das ist eine coole kleine Sequenz. Oh, guck mal, warte. Was ist in der Naughty Corner? Schluck. Okay. Wie lang ist denn eigentlich dieses Chapter zur Hölle? You want to save this trap? Give us your lunch money! Was ist? The bullies are demanding money to release their victim. Oh no, die Bullies, Alter! Die haben die Gießkanne eingesperrt. Please save our friend. He's getting bullied. What? Sind das Nasen? Was ist denn das? Was ist denn das? Ich versteh's gar nicht. Oh no. We have the cool kids and we chew gum. Ach so. Get us? Gum. Gum for money, ja. Ach so. You can trade gum for money with the popular kids. Ach, die Basketballer sind die guten. Okay, gut. Warte mal, da ist noch ein Gum. Also, den zerkauten Kaugummi, den werde ich jetzt traden, hier, gegen real motherfucking money. Bitch, better have my money. Hier, release him. Ich habe die Ablösesumme bezahlt. Hier, euer Freund. Ist das dumm? Ach, komm. Das ist eine süße kleine Sequenz, Alter. Oh mein Gott. Okay, das finde ich. Attention, everyone. This announcement concludes your lunch break. Please return to your classes. Yeah. Ich sitze jetzt bei den anderen also, bestimmt. Teachers, please keep in mind that we're on the lookout for a very, wir suchen nach einem sehr, sehr frechen Schüler. In Begleitung einer Drohne. Call Principal Ban Ban's office immediately. Nein, nicht Direktor Ban Ban. Nee. Oh Gott, hi. Nicht. Bin's nicht, nee. Hä? Drohne? Kenn ich nicht. Of course you don't talk to ugly, unpopular kids like them. Take a seat with the cool kids where you belong. Das sind ja wohl die coolen Kids mit den Sonnenbrillen hier, oder was? Yes. Okay, das ist übelst witzig. Like we did for math, and since this is the first science lesson of the semester, okay, Wissenschaft. A review lesson. But first, let me introduce you to our class. Die Klassenraumregeln. Ja, sprich, bin no gespannt. Reading, no talking, no breathing, no moving. Oh, kein Atmen. And no washroom breaks. Remember, I will have to punish you very, very harshly if you break any of those rules. Als Schauspielern findet Nemo am damit jetzt nicht so große Probleme. How hot is the sun? Wie heiß ist die Sonne?
Warte mal. Loud Kid, Class Clown, Sea Life Lover. Where do you think you're going? Oh, ey, hallo! Ich hab nichts gedrückt. Ich hab wirklich nichts gedrückt. Ich wollte kurz überlegen. Ich muss mich schnell entscheiden. Wie heiß ist die Sonne? Eigentlich kann man da eine sehr konkrete Antwort drauf geben. Also glaube ich nicht, dass der Klassenclown das Richtige ist. Das laute Kind vielleicht auch nicht? Take a seat with the cool kids where you belong. Popular? Vielleicht so heiß wie ich irgendwie so? Aber ich weiß nicht, was Sea Life damit zu tun hätte. Okay, wie heiß ist die Sonne? Ich lass mal das Popular Kid antworten. Nothing's as hot as me. Ja, ich wusste es. Ich wusste es nicht, aber... Ist das zufriedenstellend? But only because it made me laugh and because you're a cool kid. I can tell by your very cool glasses. Next question. Ich hab's mir so gedacht. Ich schwöre, ich hab das nicht nachgeguckt. Wie viele Herzen hat ein Oktopus? Sea Life Lover. Was meint? Correct. Was? That's half right, since Stingerflint is close to an octopus. He's a jellyfish. Das ist nicht mal nah dran! Normal octopuses have three hearts. We humans. Eine Qualle hat nichts mit dem Oktopus zu tun. I'm not sure actually, but let's move on. Okay. Next question. We have five senses. Sight, smell, taste, touch and sight, smell, taste, touch and Sinne. Sicht, Geruch, das Lautkit. Ja, oh, ne? You just made me use my fifth sense. I'll allow it. Wie jetzt die Stimme? That's all the time we have for science for today. Go on to your second break and then we'll start the next lesson when it's over. Okay, wow, ich irgendwie so richtig, also irgendwie, warte mal, das verstehe ich nicht ganz. Ich muss es vielleicht auch einfach nicht verstehen. Okay, alles klar. Die Kids sind hier wieder am strugglen. So, Moment. Ich nehme Mani und das? Wirklich jetzt? Ich klaue denen das? Vielleicht sollte ich erstmal nachgucken, was ich zu tun habe. Da steht was an der Wand. You wanna join us, Punk? Gib mir some Lurch, man. Ich will nicht Mitglied der Kegel sein. Aber ich muss, ne? Das ist der nächste Step. Da kann ich mich bei denen hinsetzen. Oh. Ja, alles Fetch-Quests, ne? Hier, bitte. Some money, Alter. Ganze Jahresgehalt. Oh, das ist die letzte Pause hier? Oh. Okay, ich hab einen Kegel. Oh. Attention, everyone. This announcement concludes. Setz ich den jetzt statt mich da drauf? Please return to your classes. Das wird nicht funktionieren. Oh, wow. Three new kids in one day? One unpopular kid? Yuck. One cool kid and one mean kid. Der Knopf ist an. Welcome. Sit on the table to your left, where you belong, so we can begin. On your left? Wait. Okay, ich sitze doch selber hier. Okay, kids. The next lesson is. Aber wozu habe ich den Kegel? Den setze ich hier drauf, ne? Just like we did for math and science, it will only be a review lesson. Let's start with some common knowledge to freshen your stupid brain. Yeah, come on, come on, come on. Can anyone here give me an example of an unkind person? Ein Beispiel von einem unhöflichen Person. Unkind money taker. Mean kid. I will beat you to death. Oh no, falsch! Correct! Was? That is a perfect example. Good job. Hä? It wasn't directed at me, of course. Now, this time, ich schlag dich tot? Ja gut, das sagt ein unhöflicher Typ. Beispiel für eine höfliche Person. Mean Kid, Pain Giver. Pain Giver? Höfliche Person. I will give you immense pain. Nee, das ist Quatsch. What? Exactly. Giving others things so that ist es egal, wo ich drauf drück? Is exactly what kindness is. This class is going to be great. I can feel it. Hallo? Wer hat mit mir gequatscht? What was that? Ich weiß nicht, war's nicht. I wonder if it's a new student. Nobody move while I check.
Jetzt, das ist meine Chance! Escape, komm hier. Da drauf, da, komm, schnell! Soll ich das da draufsetzen? Nee. Komm, geh auf! Was dauert immer so lang? Zu! Boah! Ich meine, die kann das jetzt wahrscheinlich auch einfach aufmachen. Don't snitch on me skipping. And I give you some gum. Don't snitch. Ich soll ihn nicht verpetzen. No, not again. I actually tried to be a good teacher this time. Oh Gott. Reiß mich auseinander, Alter. Uh-oh. Alright. Ist schon wieder passiert. Meins? Die Babys gemacht! Die hat... Ha! Oh! Oh, hi. Warte mal, soll ich's fangen? Ha! Was ist denn passiert? Hier ist eine Keycard. Warte mal. Ich bin überfordert. Okay, ich muss sie hier hinbringen. Die Kids sind ausgebüxt, ne? Capture the birds and place them in the nest. Lol. Hi. Ich komme schon. Oh Gott. Komm her. Alle, ne? Eins nach dem anderen? Ist das... Was mache ich hier zur Hölle? Oh, eine... Hier. Als ob die da bleiben. Das sind Frechdachse. Guck mal, wie die aussehen. Die haben eine ganz eigene Attitüde an sich. Komm mal her jetzt hier. Oh, wait, no. Oh, das hätte ich nicht machen sollen. No. Ui. Blöd! Ich hab's zu spät gesehen. Oh no, ich hab's zu spät gesehen. Nicht die Mama erschrecken. Oh, nicht die Mama reinlassen. Oh no. Hab ich denn keine Chance? Okay. Ey, ich bin schon so oft gestorben, ey. Ey, wie lang geht dieses Chapter zu hören? Das ist ja insane. Hätte ich nicht gedacht. Dafür, dass das andere nur irgendwie 8 Minuten lang war gefühlt. Guck mal her jetzt hier. Du bist mein Lieblingsalter. Du hast eine coole Farbe. Rot und Türkis ist amazing. Okay. Lass mal hier. Boom. Ich frag mich, warum das Licht ausgeht. Einfach nur, um mich zu verwirren, oder? Okay, komm her. Ja, ich hab eins. Sehr gut. Oh, kann ich das vor mir hertreiben? Ah, nee, das... Die gehen nur bis da, leider. Oh, das wird's natürlich einfacher machen. Habe ich ein bestimmtes Zeitlimit? Das ist so die Frage. Die warten da alle brav, ja? Irgendwie so richtig glauben kann ich das noch nicht. No! Ah! Okay. Da ist die Mom dahinter. Ich hoffe, die kommt da nicht irgendwann automatisch raus. Wäre ein bisschen doof. Schwupps. Okay, 3 Stück. Wie viel sind das denn? Ich glaube 6, oder? Ach, Junge. Okay. Komm her. Komm her jetzt. No. Oh Gott. Herr, wo? Oh. Kann ich die nehmen? Arschgeile Nummer. Die brauche ich vielleicht noch später noch. So, ich habe noch einen Freund mitgebracht. Hier, bitteschön. Und auf welchen Knopf mache ich den Ofen an? No front. Alright. Das sind die Eier, die ich hier letztes Mal zu fressen gegeben habe, wahrscheinlich. Im ersten Teil. Ach, hi. Hier. No! Oh! Den E-Knopf spammen ist keine gute Idee, weil dann
Dann lässt man die wieder fallen. Habt ihr wahrscheinlich schon mitbekommen. Okay, eins noch. Es waren sechs dann. Ich glaube, eins. Ich hoffe. Uff. Come on. Chip, 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 chip. Chip, 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 chip. Oh, da sind's nur fünf. Nee, da ist nur eins. Ey, ich muss alle finden, ne? Weil wenn ich muss dann die Tür aufmachen und Mama sieht, die sind alle im Nest. Ist das korrekt? Ansonsten weiß ich nicht, was ich tun soll. Es sind sechs. Ich höre es hinter mir schieben. Wenn ich zu wenig habe, dann denkt die, ich habe eins geklaut. Würde ich gern. Ich guck nochmal nach. Nicht, dass es doch mehr sind. Ich sehe nichts. Komm, mach's Licht an. Wird's anstrengend. Nee, ist okay. Ist okay. Die Frage ist... Ist das jetzt hier die Lösung? Scheiße, scheiße, scheiße. Kommt die mich umbringen? Die guckt nicht auf mich. Hallo! Hä, was soll ich denn machen? Oh, jetzt muss ich das nochmal machen? Oh Mann. Okay, das ist beschissen. Ich weiß nicht, was von mir erwartet wird. Ich verstehe das nicht. Oh, come on. Oh. Doch, es sind sechs. Och, Junge. Vielleicht, wenn ich das aufmache und mich irgendwie verstecke. Sieht es mich? Das sieht mich. Oh, es kommt nicht auf mich zu. Oh. Nur wenn ich ihm im Weg stehe. Deswegen hat es die Kids so angeguckt. Das ist halt mein... Mist. Hi. Hi! Oh, what? Hallo! Oh mein Gott, okay, jetzt überfordert es mich ein bisschen. Ey, das ist fokussiert auf die Kids, wollte ich gerade noch sagen. Ich konnte es gar nicht lesen so schnell. Die Augen zusammen, stopp. Die Augen auseinander, gut, jetzt ist der Zeitpunkt. Alles klar, wir hätten uns das merken müssen. Wehe! Ich muss die Vögel... Danke. Ich muss stoppen. Enter the appropriate door. Das macht die Augen nicht auseinander. Wann soll ich denn laufen? Also das ist auf jeden Fall falsch. Okay, ich muss Geduld haben. Ich muss warten. Ich dachte, das passiert irgendwie nicht. Oder es ist doch irgendwie anders. Oder die wollen mich genau an der Nase rumführen. Aber scheinbar hatten sie recht. Kann ja manchmal sein, dass es genau das Gegenteil ist. Okay, ich muss warten. Find the appropriate door. Welches denn? Geduld, Seth, Geduld. Hallo. Alright. Oh Gott. Ach, ich muss die Tür. Ach, da! Da ist die Tür. Okay, alles klar. Die ist beleuchtet. Verstehe. Hier guckt sie wieder. Ich hoffe, die ist es. Oh Gott, die Synchronstimmen, ey. Ja, natürlich. Die einzige erste Tür, die sofort wieder zugeht. Boah, Junge. Alright, hier kann ich noch mein Dings customizen, aber das ist... Wayne? Wir sind immer noch im Kindergarten, by the way. Immer noch Kindergarten. Yes, yes, ja. Ich hoffe, ich krieg noch ein paar Silvesterraketen. Das wäre fancy. Okay. Darf ich mehrere haben, bitte? Rules of the Cannon Game. Must be fired at the lit buttons. Only one cannon can be fired. Das ist klar. Must not run out. 3 rounds in total.
Rarity. Achso, ich muss es erst aktivieren. Nee. Er ist ja. Wait. Die magische Miesmusche. Oh, da unten. Da unten ist auch noch was. Gut. Wozu sammle ich die ein? Fragezeichen. Stinger Flynn Mission. Collect. Oh. Seashells. Okay, das ist Zusatz. Das ist Zusatz. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, 3, 4, 8 Stück. Dann kriege ich einen Preis. Wahrscheinlich ein Customizable. Dings hier, Item. Nee, ihr wisst schon. Das mache ich jetzt auf jeden Fall noch. Stinger Flynn. Ich werde deinen Schatz bergen. Kann sich nur um Stunden handeln. Irgendwie unterm Boot? In irgendeinem Boot? Sind das jetzt 8? 1, 2. Komm. 3. 4. Warum dauert alles so lange? 6, 7. Collect Seashells. 1 noch. 1 muss ich noch. Boah, wo? Huh. Hier unten oder oben? Come on. Come on. Boah, 1 fehlt noch. Ah. Ich raste aus. Irgendwo drunter. Irgendwo drauf? Sollte es sich auf einem der Sitz... Hier, da. Da ist es. Sorry, habe ich nicht gesehen. Den Strand vor lauter Muscheln nicht gesehen. So. Boom. Give it to me, baby. Ach so. Green Key Card. Ach, das musste ich sogar machen? Ach so, um das Game zu aktivieren. Oh, okay, wow. Man kann es alles sehr, sehr umständlich machen, nicht wahr? Gib mir mal so ein Ding. Hier. Hey, wait! What? Wait. Das hat sich verändert. Das war erst das. Wie jetzt? Hä? Ich fang nochmal an. Ich fang einfach nochmal an. Ach so! Okay, das wählt noch durch. Okay, alles klar. Hier unten? Nee, unten nicht. Ach, das ist wieder die. Ey, sorry, Leute, ich weiß halt nicht, wie es funktioniert, ne? Die Zeit ist gleich wieder um. Ah, okay. Ich dachte, weil der Button sich halt nicht verändert hat. Gut, ja, hab's gecheckt, hab's geschnallt. Das erste ist doch auf jeden Fall das. Nicht wahr? Oder kann das auch anders sein? Nee, das kann auch anders sein. Die Sounds matchen nicht so richtig mit der Animation. Okay. Ist grün. Wieder das. Krieg ich noch eine? Cool. Ist das dämlich? 1, 2, 3. Okay. Weiter? Och nee, wirklich jetzt? Oh Gott. Ach so, das erweitert sich immer auf die... Ah, gut. Nee, ich hab's begriffen. Das werden dann immer mehr potenzielle Schaltflächen. Jetzt noch die hier oben. Ja. Und dann kommen die da unten mit dazu. Also eine Runde habe ich jetzt fertig. Und dann immer 3... Ich glaube, 3 richtige Treffer. So wird ein Schuh draus. Ist das dämlich. Okay. Hey, cool. The Cannon Game. Da kann überhaupt nichts passieren. Oh nein, doch noch eins mehr. Warum ist es immer der? Warum musst du dich so in den Vordergrund drängen? Hey, yippie. Gib mir eine Rakete. Die werden auch nicht leerer. Leerer ist schon jemand anders hier. Also wenn es oben nicht ist, muss ich runter.
und die Zeit nutzen, während es feuert, um wieder hochzukommen. Unten. Ah. Boom. Gameplay, Leute. Hier. Wie viele Treffer muss ich jetzt machen? Wieder 4 oder 5? Oder muss ich dann, wenn ich es verkacke, nochmal von komplett vorne anfangen? Okay. Also ich kann jetzt Glück haben, dass die alle oben sind hier. Sozusagen. Und wenn ich die dann immer treffe, geht dann die Tür auf, ne? Videospiellogik einfach. Aber Digga, die Möwen rasten auch aus. Die sind richtig aufgeregt über meine Performance hier. Genau wie ich. Genau wie ihr in den Kommentaren. Ja, hier. Ich hab Glück, richtig? Das war's doch alles. Ist es grün? Wird's grün? Ja, danke. Cool. Ach Mann, ach Mann. Slaps, Handshakes, Stings. Oh, Stinger Flynn. Junge, wie weit geht das hier? Hier ist ein... Ach, hier ist eine Keycard. Wieder eine blaue. Die wurde mir gemopst. Case Update Report 1. Givanium. Circulation System combined. Case 3 and 6 of type 5. Grow a number of veins across its body. Significantly in size. Oh, oh. Das ist Josh oder sowas, ne? Leute, was habe ich denn jetzt geschafft? Diggi, ich weiß es nicht. Hier unten irgendwie was? Nee. Was habe ich jetzt getan? Der Grüne kommt, glaube ich, wieder. Wo muss ich hin? Diese Tür hier. Moment mal. Moment. Bin ich da nicht rausgekommen? Nee, hier war ich noch nicht. There's exercise, so it's best to save your breath. Ich soll meinen Atem schonen. Liebe Mami, mir geht's gut. Und Claire auch. Diese nette Qualle hat uns vor dem großen Vogel und dem bösen roten Mann gerettet. We are going to the jellyfish's home. Oh, ist das hier Jump and Run? Wirklich jetzt? Hopp. Ugh. Weil wir so eine Szene noch brauchen? Oh, why? Mach ich das gut? Lieber Kommentarbereich. Okay. Wow, Winner's Corner. No! Fucker! Na toll. Oh dear. Das ist halt alles... Ich muss sagen, das Spiel hat nicht wirklich ein Pacing. Das ist immer so... Ja, es gibt ja viel zu tun, aber das hat halt irgendwie alles nichts miteinander zu tun. Weißt du? Das ist halt irgendwie... Wow. Ich weiß nicht. Ich kann da jetzt nicht so viel von abgewinnen, wenn ich ehrlich bin. Wie müssen wir das... wir müssen quasi hier hoch. Die Frage ist, welche Sprünge können wir schaffen? Bob, der Baumeister, du musst uns mal helfen. Wahrscheinlich hier rüber. Gibt's noch irgendein customizable Item, was wir irgendwo finden können? Nee, ne? Nee, wir müssen da lang. Achso, warte mal, wir müssen... Uiuiui, das war knapp. Wir müssen sowieso hier lang. Hopp. Ansonsten kommen wir da, glaube ich, gar nicht drauf. Ui! Okay, wow. Ich mach's aber auch ein bisschen spannend hier, wenn ich ehrlich bin. Hopp. So, und am besten in die Ecke. Oh, hier ist noch ein Tape! Das könnte man finden. Gut, das hat man nämlich auch nicht gesehen. Hier drauf?
Okay, jetzt wird's ein bisschen brenzliger. Tatsächlich. Aber ich krieg das hin. Oh, ich krieg's hin, Freunde. Ui. Huh. Gut. Passt. Yes. To the winner's corner. Oh. Boah. Jetzt mal dieses Gescheppere. Oh, hier hoch, ne? Okay. Das sollte einfach sein. Bitte nicht runterfallen. Dann weine ich. Schaffe ich diesen Sprung? Ja, ne? Easy. Okay. Case Update Report. Case C. Struthio camelus. Givanium. Das ist noch was anderes, dieses erste. The bird. Aggressive towards all adults. Okay, also gegen Erwachsenen gegenüber sehr aggressiv. Die Augen werden rot. Ja, habe ich festgestellt. Okay. Case is not ready for presentation. Ich meine, das ist mir halt auch alles klar. Ich hab doch gewonnen, ne? Das ist die Gewinnerecke. Ich bin ein Sieger, ich krieg einen guten Nudelstern. Almost there, fast da. Der Kuchen, der ist immer noch eine Lüge. What? Banban und Freundin. Die Lehrerin. Aber was... Was sagt mir das jetzt? Kann ich hier mein Dings rufen? Nee, ne? Oh. Die Tür ist zu. Das ist das Ende des Chapters bestimmt! You know, on a normal day, you'd be standing where I am. Behind the safety of this glass. Ja, der kommt nicht ran. Like you're in a zoo watching some animals. Speaking of zoos... It's almost assembly time, where all the doors open. Assembly time? Alle Türen öffnen sich. Look, I'm sorry I hit you, but you gotta understand. Sorry, dass ich dich geschlagen habe. Du musst verstehen. I need something from you that I could only get if you were unconscious. Du hättest mich einfach fragen müssen. Oh nein, der wollte mir was abnehmen, ne? Körperflüssigkeiten. But there was one thing I didn't lie to you about. Ich hab dich in einer Sache nicht angelogen. Warum du hier bist. You're here for your children. Wegen deinen Kindern. I too am. I'm working towards saving them, if you can believe it. Der weiß nicht, dass er kein Mensch But ist. Someone else has das hat uns der Zettel gesagt. Someone far stronger than you and me both, that resides deep. Jemand, der stärker ist als wir beide, ist in diesem Abgrund. Oh no. You've gotta go. There's an elevator in Opilabird's walkway. Take it and we'll talk again down there. Ein Elevator in Opilabird's walk... Okay. Holt die Genade auf! Aber das nicht! Geh auf! Oh. Geh auf! You've been a bad... Oh Gott! Sie kommen! Oh, sie kommen alle! Oh Gott! Ach du Kacke! Ui! No! Wait, what? Geh weg! Ui, 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 ui! Hilfe! Ah, renn! Doch, Alter! Ich weiß nicht wo! Weiß nicht welchen Weg! Hier lang! I don't know! Wo ist der Rest eigentlich? Oh, ich hab sie abgehangen! Ich bin ein bisschen schneller! Sehr gut. Poppy Playtime würde sich totlachen über euch. No! What shit! Oder auch nicht. Wow. Kann ich das aktivieren? Funktioniert es? Mit diesem Schalter da an der Seite? Übel umständlich, oder? Press E. Okay. Ich kann das nochmal machen. Das ist bestimmt die Final Chase-Sequenz. Hätte nie gedacht, dass ein Chapter so lang ist. Meine Güte. Okay, zumindest die beiden sind am Start. Den Vogel habe ich nicht gesehen, die Spinne auch nicht. Oh, heilige Mutter Gottes. Die anderen will ich auch eigentlich gar nicht treffen. Ja, I know. Ich bin schon recht auf Rechtachs. Ich hoffe, ich muss nicht mit meiner...
geh jetzt mal hier lang. Kommt man da weiter? Ha. Okay. Das ist ein Fehler. Ich bin beim ersten Mal richtig gegangen. Ah. Okay, irgendwas ist mit dem Kreuz. Muss sie da drunter stehen? Ich kann das hier nicht aktivieren. Oder kann ich? I don't know! Ach, ich muss da drunter stehen! Oh mein Gott! Das weiß ich doch nicht! Wait! Ich bin gestorben. Ich darf da nicht drunter stehen. Das heißt, sie... Ach so. Ich muss sie da reinlocken, glaube ich. Ah! Das macht Sinn. Wahrscheinlich stirbt sie dann auch. Beziehungsweise wird plattgewalzt. Kommt da so eine Faust von ihr Jumbo Josh runter, oder was? Mal gucken. Warte. Der Schalter macht das Ding auf. Geht das? Oh! Thank you! Danke, dass du bei deinem Mittag nicht wählerisch bist. Oh, natürlich. Ja, selbstverständlich hatte sie genau die passende Keycard dabei. Oh Gott, no. No. Okay. Aber das war's jetzt. Warte. Ist das Blut oder ist es Rost? Man weiß es nicht. No matter what, do not go down there. Ich fall gleich runter. Ich stürz gleich ab. Das kann nicht anders sein. Oh! Du reißt dich noch zusammen. Da war noch was. Da war ein Button. A cool hat has been unlocked. Ja, danke schön. Ich freue mich sehr. Thanks for playing. Wishlist the sequel here. Da kriegen wir dann mehr mit Stinger Flynn irgendwie zu tun, weil da sind ja die Kinder mitgegangen. I knew you'd snitch. Sehr, sehr schön. Das war Garden of Banban 2. Sehr viel mehr Content. Müssen sie auch, weil das erste Spiel ist wirklich ein bisschen sehr kurz. Ich fand hier einerseits sehr gut, dass sie sich um Abwechslung bemüht haben. Die Gameplay-Elemente, ja, zwischen Rätsel, Jump-and-Run, Chase-Sequenzen. Das war alles eine bunte Mischung und ich fand den Mix an sich cool. Allerdings wirkte das ein bisschen zäh wie Kaugummi. So, es ist nicht so viel, also das hat ein bisschen das Pacing gestört. Die Geschwindigkeit des Spiels war ein bisschen davon gedrückt, so. Es war ein bisschen so aneinandergepappt, so. Die Stelle bei im Klassenzimmer, das war ziemlich liebevoll. Andere waren ein bisschen liebloser gestaltet. Und am Ende, das weiß ich nicht so richtig. Ja, es wirkte deswegen etwas zäh. So, im Großen und Ganzen. Weil die Horrorsequenzen sich auch echt ziemlich im Rahmen gehalten haben dafür, dass es ein Horrorgame ist. Aber gut, wir haben hier mehr Fokus auf irgendwie Geschichte. Es war sehr absurd. Ich glaube diese Einrichtung nicht, was sie sein will. Es ist ein bisschen schwer, da eine Immersion zu kriegen. Also versuche ich Spaß an den Gameplay-Elementen zu haben. Und es war, ja, teilweise gut, so ein bisschen up and down. Das ist meine Meinung. Schreibt mir eure gerne unten rein. Ich hatte trotzdem overall ziemlich viel Spaß damit. Ich hoffe, ihr auch mit dem Video. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.